EA Pope Productions. EA Pope Productions liest Johann Peter Hebel, Schatzkästlein des rheinischen Hausweines. Heute der Wolkenbruch in Türkheim. Ein ehemalig guter Bekannter des Hausfreundes tat im Oktober einen Streifzug auf Wein in das Elsass. Wie er in Türkheim abends in das Wirtshaus kommt, sitzt der Präsident da bei einem Schöpplein und isst zwei Bratwürste, eine nach der anderen. »Herr Präsident«, sagte der gute Bekannte, »treffe ich euch hier an? Eher hätte ich eines Himmels Einfall vermutet.« Der Präsident lächelte und sagte, »Es ist alles möglich.« Sie blieben beisammen, diskurierten allerlei miteinander, trinken auch allerlei miteinander, gehen miteinander in das Schlafgemach, jeder in sein Bett apart. Das Bett des guten Freundes hatte einen Umhang. Früh gegen Tag, wenn man anfängt, sich zu strecken, stemmte er sich mit den Füßen gegen das untere Bett der Bettlade. Das Brett gab nach, der Betthimmel gab auch nach. Ein paar Bretter, ein Haspel, zwei Paar Schuh und so weiter, Rastbergers Predigtbuch und eine große Flasche voll Kirschenwasser stürzten herunter. Aber die Flasche zerbrach unterwegs an einem Haspel und übergoss den guten Bekannten mit Kirschenwasser und Glasscherben. »Der Präsident, kommt mir zu Hilfe!« »Was ist euch begegnet?« fragte der Präsident. »Ich glaube, der Himmel, der über dem Bett ist, sei eingefallen.« Dann lachte der Präsident und sagte, »Es kommt mir auch so vor. Die Wolken hängen bis aufs Deckbett herunter. Sie sind von Tannenholz. Hab ich euch nicht gesagt, das sei alles möglich?« EA